Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 16. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, dass hier in dieser Aufnahme Sonne, Mond und die Planeten anders sind als gewohnt in unserer westlichen Astrologie. Nach dieser indischen Berechnung, befindet sich Sonne noch im Waage, aber im Übergang zum Skorpion. Das heißt, Sonne bewegt sich im Grenzbereich. Die Tierkreiszeichen Waage gehört noch zum Luftelement. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Sonne ist im Grenzbereich. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mond hier zum Luftelement. Mars befindet sich auch im Tierkreiszeichen Wassermann. Heute ist ein Mars-Mond-Konjunktion, nennt man das, im Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, die beiden treffen sie sich. Und die Männer nehmen ihren Gefühlen intensiver wahr. Merkur befindet sich in den Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Nach dieser indischen Berechnung ist auch Wasserelement. Venus befindet sich in den Tierkreiszeichen Waage, gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Saturn ist in die Mitte. Saturn erdet, zeigt die Richtung, was wir brauchen als Orientierung, damit wir immer Sicherheit, Stabilität haben. Saturn erdet. Uranus, Neptun, Pluto sind die äußeren Planeten, haben weniger Einfluss auf den Alltag, sie haben andere Aufgaben. Und jetzt bei dieser Elementverteilung Feuer, Erde, Luft und Wasser ist ganz leicht zum Erkennen, dass Luft und Wasser ist betont. Das heißt, die Gefühle werden intensiver wahrgenommen und die Luftelement bedeutet Atem, Leichtigkeit, Kommunikation und das ist betont. Was aber fehlt, das ist die Feuerelement und die Erdeelement. Feuerelement bedeutet die Kraft und die Mut zu haben, etwas in Bewegung setzen. Auch die Leidenschaft und Erdeelement bedeutet Struktur, Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter dem Füßen. Es fehlt und wir brauchen die Ausgleich. Und die Ausgleich finden wir dann in unserem Alltag, wenn wir die Aufmerksamkeit auf die Feuerelement und auf dem Erdeelement richten. Das heißt, um die Finanzen kümmern, um die berufliche Situation kümmern. Dann in die Beziehung auch mehr Stabilität reinbringen, aber auch die Realität sehen und all das in Bewegung setzen, was uns begeistert. Und dann haben wir die Balance, das innere Gleichgewicht. Und das war der erste Teil des Horoskopes und jetzt übergehen wir zum zweiten Teil. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes. Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont, aber folgt jetzt die Tierkreiszeichen Skorpion, weil die Sonne ist im Grenzbereich und übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Nicht wundern, wenn ich das so vermittle, es ist nicht das Gleiche,
wie das in unserer westlichen Astrologie ist. Und ich betone das noch einmal. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat und bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Ein platonischer Monat dauert etwa 2.000 Jahre. Dadurch verschiebt sich der Frühlingspunkt. Momentan befinden wir uns im Wassermann-Zeitalter und das dauert etwa bis Jahr 4000 und dann übergehen wir, das erleben wir natürlich nicht, sondern hier unserem Nachkommen erleben sie dann als Steinbock-Zeitalter. Momentan befinden wir uns in Wassermann-Zeitalter. Das ist dieser platonische Monat. Und diese Bewegung wird in indischen Astrologie berücksichtigt und gibt andere Ergebnisse, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Und nach dieser Berechnung bewegt sich Sonne gerade, die Scheinbewegung, die Sonne, das muss ich auch dazu sagen, die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde. Aber die Scheinbewegung, die Sonne, ist gerade im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion. Das ist dieser Übergang. Das heißt, in die nächste Zeit geht bei Sonnenaufgang die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf und das dauert einen Monat lang und kommen neue Themen jetzt. Gerade dreht sich bei jeder Tierkreiszeichen in eine andere Richtung. Und das, was ich jetzt betone und beschreibe, das ist nicht nur den heutigen Tag so, sondern dieses Hauptthema ist Monatsthema, ein Monat lang. Das sind die wichtige, das ist die Richtung bei den einzelnen Tierkreiszeichen. Und das ist, das löst die Sonnenbewegung aus, beziehungsweise die scheinbare Bewegung, die Sonne. Und das nenne ich als kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und die große Uhrzeiger ist die Mondbewegung. Das heißt, es beginnt jetzt, dass die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgeht. Sonne übergeht jetzt gerade zu Tierkreiszeichen Skorpion. Bei den Skorpiongeborenen ändert sich die Thematik und das bedeutet, die eigene Persönlichkeit ist wichtig. Die eigene Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Ändert sich vielleicht vieles auch in Aussehen. Neue Frisur, anderen Kleider oder abnehmen und das trifft momentan die Skorpiongeborenen und sie haben auch die Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Dann folgt die Tierkreiszeichen Schütze. Und die Monatsthema gerade bei den Schützengeborenen ist die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Monatsthema ist, was jetzt beginnt, bei Steinbock-Geborenen eine kleine Reise, kleinere Veränderungen, Kontakte in vertrauten Umgebung, Verbindungen mit Bekannten und mit Verwandten, aber auch Medien und Schulungen. Der tiefste Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang liegt die Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, die Wassermann-Geborenen brauchen gerade die Basis, die Fundament, einen sicheren Boden unter den Füßen. Und auf diesem Boden, auf dieser Sicherheit kann man etwas aufbauen. Bedeutet auch das eigene Zuhause, der Rückzug, die Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft. Aber auch Themen, was die Wohnsituation betrifft, neue Einrichtung.
oder ein Umzug oder eine Renovierung, das sind die Themen gerade bei Wassermanngeborenen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Fischengeborenen und die Monatsthema, was jetzt beginnt bei Fischengeborenen, das sind die Kinder, entweder die eigenen Kinder oder Enkelkinder. Bedeutet aber auch das eigene Kindheit, ein Rückblick oder Erinnerungen. Bedeutet auch an dem inneren Kind zum Arbeiten. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft. Etwas gestalten, die Ideen in Realität umsetzen, mit einer vollen Begeisterung, spielerisch, so wie die Kinder das auch machen. Den nächsten Platz liegt die Tierkreiszeichen Widder. Und das bedeutet, den Alltag zu bewältigen, die Arbeit, die Pflichten nachgehen und um die Gesundheit kümmern. Dann folgt die Tierkreiszeichen Stier und das sind die Verträge, die Verbindungen und auch Ehepartnerschaft. Dann folgt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und hier in diesem Platz liegt die Transformation und Wandlung. Aber nicht nur das, sondern andere Themen kommen noch dazu. Finanzamt oder Steuererklärung, die ämtlichen Sachen oder eine rechtliche Lage oder eine erbschaftliche Situation. Bedeutet auch, die ämtlichen Sachen in Ordnung zu bringen und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Krebs und das ist eine große Reise. Das kann natürlich auch Urlaub bedeuten, Ausland, Auslandskontakte, aber bedeutet auch Erkenntnisse, eine innere Reise. Ganz oben steht in den nächsten Wochen die Tierkreiszeichen Löwe und die Monatsthema ist für die Löwengeborenen Anerkennung, Respekt zu bekommen, etwas zu erreichen, die Berufung kümmern, die wahre Berufung nachgehen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Jungfrau und das sind die Hoffnungen, dass man die Hoffnung nicht aufgibt, aber auch Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen, gleichgesinnte Menschen, wie eine Partei da aktiv zu sein oder einen Verein gründen. Also das sind die Themen. Und dann kommen wir zu Geheimnissen und das haben gerade die Waagegeborenen. Entweder sie schweigen, haben ihre eigenen Geheimnisse oder sie erfahren etwas über geheime Dinge, weil sie schauen hinter den Kulissen, sie schauen gerade in die Tiefe. Und das sind die Unterteilung von den Monatsthemen und das bleibt jetzt in den kommenden Wochen so. Und jetzt Sonne, Mond und die Planeten. Sonne ist im Grenzbereich, übergeht von Tierkreiszeichen Waage auf Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze vielleicht hier, weil Skorpion wäre nicht wirklich korrekt. Hier im Grenzbereich, Übergang von Waage zum Skorpion. Dann folgt die Mondenergie. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze Mond im Tierkreiszeichen Wassermann. Mars befindet sich auch im Wassermann. Die beiden haben hier eine Begegnung. Und das bedeutet, die Gefühle werden wahrgenommen, besonders bei Mars-Energie, bei den Männern. Die Männer nehmen ihre Gefühle intensiver wahr. Und dann folgt Merkur. Und Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das bedeutet, etwas kommt ins Licht, die Wahrheit kommt ins Licht. Die Gespräche sind sehr wichtig. Nach Merkur folgt Jupiter, auch im Skorpion. Dann folgt Venus. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Ich setze hier Venus zum Waage. Dann folgt Saturn. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze.
Uranus ist rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Neptun ist auch rückläufig, befindet sich im Wassermann. Und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schützen. Das bedeutet, die Skorpion steigt hoch. Die Skorpiongeborenen erleben das wie ein Sonnenaufgang. Etwas kommt ins Licht, im Tageslicht. Aber auch ihre Persönlichkeit, ihr Auftreten, ihr Aussehen auch ändert sich in den nächsten Wochen. Hier befindet sich Merkur und Jupiter. Die Gespräche nehmen zu. Mit dem Sonneneinfluss kommt zum klärenden Gesprächen oder die Wahrheit kommt ins Licht. Bei Jupiter geht es auch um Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Bei Schütze sind die Themen Werte, Wertschätzung, Finanzen. Hier Saturn überprüft es. Und Pluto ist die konzentrierte Kraft, also konzentriert sein, wo investiert man. Und es ist nicht nur die Investitionen und die Finanzen, sondern auch die Wertschätzung, dass man lernt gerade, weil Saturn erteilt Lernaufgabe von Kontakten lösen, wo keine Wertschätzung kommt. Und das sollen die Schützengeborenen überprüfen. Im tiefsten Punkt des Horoskopes liegt die Mars-Energie. Das bedeutet, wir haben die Kraft, etwas durchsetzen im Leben, wenn wir die Ruhe bewahren. Wir brauchen die Ausgleich. Und das ist unserem eigenen Zuhause, ein Rückzug, damit wir zum Ruhe kommen. Dann sammeln wir die Kraft und mit dieser Kraft können wir etwas in Bewegung setzen. Die Mars-Energie, diese Kraft einsetzen, welche Richtung ist es? Das ist unserem eigenen Zuhause. Bei diesem rückläufigen Neptun kommen alten Erinnerungen. Und bei Neptun-Energie ist es oft die Enttäuschung. Das kommt alles hoch. Und Mond befindet sich auch im Wassermann. Das heißt, es wirkt auf unseren Gefühlen. Das spüren wir besonders die Wassermann-Geborenen. Eine männliche Person nähert sich, zeigt Gefühl. Es ist eine Wandlung, die Vergangenheit wird abgeschlossen, verletzte Gefühle werden abgeschlossen und kommen neue Energie, neue Begegnungen. Das trifft besonders die Wassermann-Damen. Hierbei wieder ändert sich etwas im Arbeit, etwas im Alltag und kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Das ist diese Rückläufigkeit. Eine Überraschung ist möglich oder kommen die Erinnerungen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Diese Mondenergie unterstützt die Tierkreiszeichen Zwillinggeborenen und die Tierkreiszeichen Waagegeborenen, weil alle drei gehört zum Luftelement. Dieser Wassermann-Mond unterstützt auch die Schützengeborenen und auch die Wiedergeborenen. Unterstützt auch die benachbarte Tierkreiszeichen und das ist die Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Fischen. Dieser Wassermann-Mond liegt von Löwe gegenüber, also spiegelt etwas für die Löwegeborenen. Und das bedeutet in dieser Spiegel schauen. Die Löwegeborenen sollen bewusst ihren Gefühlen wahrnehmen und im inneren Gleichgewicht bleiben, weil das ist wie eine Waageschale, das muss die Gleichgewicht halten. Diese Mondenergie verunsichert die Jungfraugeborenen und die Krebsgeborenen. Und die Krebsgeborenen sind da sehr empfindlich, weil sie haben einen ganz besonderen, feinfühligen Energie zur Mondenergie, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Die nehmen den Mondeinfluss sehr intensiv, empfindlich wahr. Dieser Wassermann-Mond schränkt ein die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen und die Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Hier kommt Unsicherheit, Nervosität. Unruhe oder das Gefühl, es geht momentan nichts voran.
Zum Glück, Mond bewegt sich relativ schnell und es ändert sich Tag zu Tag. Dann ändert sich natürlich auch der Mondeinfluss. Was heute noch wichtig ist, dass dieser rückläufige Uranus, was Umbrüche und Veränderungen auslöst, bei dieser Rückläufigkeit habt alten karmischen Themen. Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit und ein Rückblick auch auf die alte Karma. Und diese Uranus-Energie aktiviert auch sogar die karmischen Knoten. Die absteigende Mondknoten oder Ketu befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, wird aktiviert. Hier kommen alten karmischen Erinnerungen. Und die neue Richtung, die Suche, des Platz des Lebens oder Suche nach einer Aufgabe, das haben die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen und diese Suche beginnt. Und Uranus löst Veränderungen und Umbrüche aus. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Die heutige Mondhaus heißt Shatabisha und das bedeutet 100 Ängste oder 100 Glück. Wie hängt es zusammen, Angst und Glück? Wenn wir Angst haben, dann hindert es uns, glücklich zu sein. Wenn wir die Ängste überwinden, diese 100 Ängste, dann kommt das Glück, diese 100 Sternen oder 100 Glück. Und das vermittelt die heutige Mondbewegung. Jede Stunde vermittelt auch etwas. Und mit welcher Stunde beginnt den Tag? Und das löst aus nicht die Sonnenbewegung, sondern die Mondbewegung. Was aktiviert, welche Stunde wird hier aktiviert? Dieses Wissen kommt nicht von indischen Astrologie, sondern das ist die Weisheit der Judentum. Und das beeinflusst auch unseren Tag, mit welchem Stunde, welchem Moment, welcher Augenblick beginnt unserem Tag. Und das sind die Erkenntnisse. Die Erkenntnisse, und das bedeutet, es gibt kein in allem Tun gegründetes Glück, es sei denn, ein jener freut sich und verschafft sich so Glück, während es lebt. Das war die Botschaft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit.
und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Dieses Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.